Hallo und herzlich willkommen zu Mata Hari. Ich bin an Exterior. Ich hatte gerade einen anderen Namen im Kopf. Naja. Willkommen. Wir sind verhaftet worden. Wir sind von Monaco wieder nach Paris zurück, weil wir einen Auftrag von Oscar bekommen haben. Und jetzt sind wir hinter schwedischen Gardinen. Ja, hinter schwedischen Gardinen. Sehr toll. Diese Gitterstäbe sind dazu gemacht, einen hier drin festzuhalten. Und den Zweck erfüllen sie auch wirklich gut. Ja, ha? Ein ganz simples Schloss. Vielleicht würde ich es mit einem einfachen Dietrich aufkriegen. Aber erstmal rein haben. Vielleicht habe ich mein Glück für heute ja noch nicht ganz aufgebraucht. Mal sehen. Aha. Hervorragend. Ein Stück Draht. Da hat sich jemand wohl wirklich versucht. Sehr komisch. Wieso? Wirklich sehr komisch. Ach so. Ach, Mathe. Wirklich sehr komisch. Ja, ist ja gut. Komm. Einleuchten ist das ja hier. Das sollte gehen. Oh oh. Hm. Wie geht es Ihnen, Mata Hari? Haben Sie sich schon hier eingewöhnt? Ganz sicher nicht. Lassen Sie mich hier heraus. Selbstverständlich haben wir uns bereits bemüht, einen Advokaten für Sie zu finden. Doch all unsere Versuche sind leider fehlgeschlagen. Es könnte noch einige Zeit vergehen, bevor wir die Situation bereinigen können. Stunden, Tage, vielleicht sogar Wochen. Wer weiß. Ich habe nichts getan und das wissen Sie so gut wie ich. Im Gegenteil. Ich bin sogar von Ihrer Schuld überzeugt. Aber ich habe kein Interesse daran, Sie leiden zu sehen. Mit einer Rückgabe und einem Geständnis könnten wir vielleicht ins Geschäft kommen. Und welches imaginäre Verbrechen sollte ich Ihrer Meinung nach gestehen? Das wissen Sie doch sicher ganz genau. Diebstahl. Diebstahl? Was? Haben Sie denn eine andere Anklage erwartet? Ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Der fragliche Gegenstand ist ein gewisses Armband, das Sie von Zollinger, einem Schweizer Industriellen, entwendet haben. Rupert hat mir das Armband geschenkt. Wirklich? Das mag sein. Aber seine Frau hat Anzeige erstattet. Er hatte wohl kein Recht dazu, diesen Gegenstand zu verschenken. Befindet er sich in Ihrem Besitz? Nö. doch, leider ja. Sie meinen dieses hier? Bitte, nehmen Sie es. Merci bien. Zweifellos wird die rechtmäßige Besitzerin ihre Anklage jetzt fallen lassen. Ich hingegen bin noch immer nicht zufriedengestellt. Was jetzt noch? Sie sind doch eine berühmte Tänzerin. Ah, der will ficken. Nicht wahr? Oder berüchtigt. Das kommt ganz auf den Standpunkt an. Na sehen Sie, selbst ohne einen Funken Interesse an Kunst habe ich schon von Ihnen gehört. Ich höre zu und halte die Augen offen. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie mit Männern umzugehen verstehen. Mhm. Ihre wahre Berufung soll nicht das Tanzen sein, sondern wohlhabende Liebhaber. Und weiter? Mein Benehmen ist keineswegs kriminell und geht außerdem nur mich etwas an. Ich habe auch gar nichts Gegenteiliges behauptet. Nun, es ist wahrscheinlich nur pures Gerede, aber man sagte mir auch, Sie seien eine Spionin. Ist da etwas Wahres dran? Nicht das Geringste. Wie schade. Denn Sie scheinen wie für diese Aufgabe geschaffen. Sie sind sehr attraktiv. Wagemutig, kompetent und vernunftbegabt. Wenn Sie sich also damit anfreunden könnten, ein paar Nachforschungen für mich anzustellen, dann wäre ich bereit, Sie aus dieser verdammten Zelle zu befreien, in der Sie da festsitzen. Mir ist kalt und ich fühle mich hundeelend. Was soll ich für Sie tun? Die Deutschen arbeiten an einem Projekt, das sie das Jules Verne-Projekt nennen. Wir möchten gerne wissen, worum es sich dabei handelt. Oh Mann, Martha, was machst du da? Und was für eine Rolle soll ich dabei spielen? Der verantwortliche Offizier ist ein gewisser Major Arnold von Kalle, der sich zurzeit hier in Paris aufhält. Günstigerweise ist er ein großer Bewunderer von Mata Hari. Arrangieren Sie eine Tanzvorführung für ihn und machen Sie seine Bekanntschaft. Den Rest überlasse ich ganz Ihnen.
Jetzt muss ich also zwei Herren dienen. Zuerst Samsonet und jetzt Ladou. Irgendwie muss ich sie beide zufriedenstellen. Aber ein falscher Schritt und ich bin erledigt. So langsam erscheint mir mein Leben wie ein billiger Schundroman. Ich muss herausfinden, was das Jules Verne-Projekt ist. Sonst schmore ich im Gefängnis bis in alle Ewigkeit. Oh, Martha, ist das wirklich so clever, mit Zweitspionen zu spielen? Die tanzt quasi auf zwei Hochzeiten. Seriös kommt mir das nicht vor. Hier sind nur ein paar schäbige alte Kleider. Eine Stalltür. Und natürlich ist sie abgeschlossen. Na gut, verlassen wir dieses Mal. Das kann ja was werden. Eine zweigleisige Spionin. Und was haben wir hier so? Sieht aus wie ein Radio. Sieht aus wie ein Radio. Okay, du willst dich damit nicht beschäftigen. Ah, hallo. Ja. Erinnern Sie mich noch einmal an meine Rolle in Ihrem diabolischen Plan. Das Jules Verne-Projekt. Arrangieren Sie eine Tanzvorführung. Machen Sie von Kalles Bekanntschaft und finden Sie heraus, welche Asse er im Ärmel hat. Hört sich leicht an. Aber ob seriös? Zum Theater. Bin ich immer gespannt, ob wir das auf die Strippe hier bekommen. Oder auf die Reihe. Tja. Dann organisieren wir mal ein Theater. Oder eine Vorstellung. Schöner Tag. Hallo. Lang ist's her. Ja, ich hatte sehr viel zu tun in dieser Saison. Sie verstehen. Sie meinen, Sie hatten wieder mal einen neuen Liebhaber. Martha, Martha, mich können Sie nicht täuschen. Das würde ich gar nicht erst versuchen. Ich möchte gern wieder tanzen, Gabrielle. Was sagen Sie dazu? Ich halte das für keine sehr gute Idee, Martha. Erinnern Sie sich noch an das letzte Mal? Es war zwar noch einigermaßen rentabel, aber ich spüre, dass das Publikum dem langsam überdrüssig wird. Ihre Vorstellung wurde im Figaro nicht einmal mehr besprochen. Wir sollten lieber noch eine Weile warten. Bitte, Gabriel, ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein. Ich brauche das Geld. Eh bien, dann will ich auch ehrlich mit Ihnen sein. Für das Publikum sind Ihre Tänze uninteressant geworden. Sie brauchen etwas brandneues. Sie haben ja recht. Die Frage ist nur, was? Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, aber mir will einfach nichts einfallen. Sie brauchen eine Inspiration, meine Liebe. Gehen Sie hinaus auf die Straßen und halten Sie die Augen offen. Vorbeifliegende Vögel, emporschießende Fontänen. Für eine Künstlerin wie Sie könnte alles Mögliche Vorlage für neue Tanzbewegungen werden. Ei, ei, ei. Das ist eine wundervolle Idee. Das mache ich. Ich werde mich auf den Straßen umschauen. Okay, dann machen wir das doch mal. Warum haben wir uns jetzt umgezogen? Hat ja voll was gebracht. Okay, Martha. Straße. Inspiration reinholen. Mal gucken. Was für eine schöne Drehung. Damit kann man etwas anfangen. Und was noch? Zum Hotel. Nebenstraße. Rue Daniel. Okay, was haben wir denn hier alles? Zur Straße. Ach, sieh eine an.
können wir mit ihr dann belabern. Elsbeth, da sind Sie ja. Hallo Martha. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach so, die Kamera. Stimmt, ich muss jetzt zweigleisig laufen. Ich brauche unbedingt eine Kamera. Sie muss aussehen wie eine alte Kodak. Mit den feinsten Linsen und so weiter. Sie machen also eine Tour durch Paris auf der Suche nach Schnappschüssen von Staatsgeheimnissen, wie? Dann habe ich genau das Richtige für Sie. Merci, Madame. Oh, Elsbeth, Sie sind ein wahrer Schatz. Mhm. Und weiter? Hier ist nichts. Ich dachte, ich könnte mich jetzt inspirieren lassen. Sonst ist hier nichts. Komm schon, Martha. Zum Hotel. Nicht Motel, sondern Hotel. Ist hier irgendwie was? Nö. Nun gut. Dann gehen wir da mal wieder rein. Vielleicht reicht die ja aus. So, Gabriel. Hallo. Sie sehen so fröhlich aus, Martha. Das sieht Ihnen gar nicht ähnlich. Was ist los? Sehr lustig. Gar nichts ist los. Sie werden es nicht glauben, aber ich habe eine Inspirationsquelle gefunden. Dann lassen Sie mal sehen. Da. Hä? Wird das ausreichen? Sie sind den anderen immer einen Schritt voraus, Martha. Dann bekomme ich also ein Engagement? Unbedingt. Das Theater gehört ganz Ihnen. Yay. Augenblick noch. Warten Sie. Ich habe hier einen Brief für Sie. Er kam heute Morgen. Ach, und das hast du mir erst jetzt. Liebste Martha, ich bin Ihrem Rat gefolgt und der wunderbarste aller Männer hat sich in mich verliebt. Nennen Sie es Humanchemie, wenn Sie wollen, aber ich stehe tief in Ihrer Schuld. Wenn ich Ihnen dafür je einen Gefallen tun kann, kommen Sie einfach zu mir in mein Labor. Eine Bewunderin? Ist das zu glauben? Er ist signiert mit Marie Curie. Liebe Güte, Martha, Sie kennen aber auch wirklich Gott und die Welt. Den lieben Gott nicht gerade, aber nach der Vorstellung heute Abend vielleicht die Welt. Na, dann wollen wir doch mal. Oh, wie wunderbar. Was? Eine neue Darbietung. Ich liebe diese Anspannung, bevor es losgeht. Jetzt muss ich mich aber konzentrieren, um in den Rhythmus hineinzukommen. Die Bewegungen müssen zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, denn die Choreografie ist genau auf jede einzelne Note abgestimmt. Los geht's. Wie? Okay, das ist das Tanzminispiel von der linken und rechten Bildschirmseite der erschienenen Noten pro Seite jeweils zwei Tonspuren. Diese bewegen sich auf die vier Kreise zu. Berühren Sie die Noten genau, dann mit dem Mauszeiger, wenn Sie sich zum Zentrum des Kreises befinden. Sollten Sie diese Note verpassen, ist es besser, diese auch kurz nach dem Kreis noch zu berühren, als sie ganz auszulassen. Das kann ja was werden. Dann wollen wir mal gucken. Das ist viel zu früh. Bin ich mal gespannt.
Oh. Fehlschlag. Leider hat dem Publikum die Darbietung nicht gefallen. Darf ich von vorne beginnen? Hä? Oh. Was ist nur los mit Ihnen? Das war ja erbärmlich. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sollte ich zuerst noch mehr üben. Schlafen Sie erst mal ein wenig und versuchen Sie es dann morgen nochmal. Ja, super. So, hier werde ich meine Tanzfolge notieren. Heute Abend hat niemanden meinen Tanzschritten von Red bla 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 geschenkt. Ich muss etwas ausruhen und besser konzentrieren. Morgen klappt es dann sicher besser. Wir sind schlecht. Was ist das? Naja, dann tun wir das mal. Am nächsten Morgen. Tja, dann werden wir das nochmal wiederholen, oder was sagt ihr? Ich hoffe nur, dass wir jetzt besser sind. Oh mein Gott, bin gespannt. Hallo. Hallo, die Bühne steht bereit. Ja. Die kommen gar nicht richtig in den Kreisen. Was ist nur los? Ich weiß auch. Schlafen Sie erstmal. Oh toll, ich darf es jetzt so lange machen, bis wir es geschafft haben. Na toll. Gestern Abend machte das Publikum einen ziemlich langweiligen Eindruck, aber heute Abend reiße ich sie vom Hinsitzen. Okay, auf ein neues. Monsieur? Wie die Bühne ist? Das Doofe ist nur, dass ich immer schlafen gehen muss. Jetzt passt mal auf, ja? Ich mache jetzt mal gar nichts gleich und wird nur sehen, dass die Noten nicht ganz in den Kreisen reingehen. Seht ihr? Wenn ich mich nichts mache. Okay. Ich glaube, ich hab's jetzt. Ja, das war erbärmlich, ich weiß. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich hab. Was ist nur los? Schlafen Sie? Ja. Okay, einen Versuch machen wir noch. Ja, das brauchen wir nicht lesen. Ich weiß, wie schrecklich ich war. Ach. Na komm, das schaffen wir. So doof kann das doch gar nicht laufen. Monsieur? Die Bühne? Okay. Ich gebe mir mit Mühe. Okay. Hä, seht ihr?
Hä? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Es scheint nicht schwierig, aber die Noten. Was ist null? Schlafen Sie. Die Noten? Ich habe keine Ahnung. Gott, das führt die da richtig Tagebuch rüber. Aber nun gut. Ich würde jetzt so sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, ob ich das schaffe oder ich mach's aus Scream. Ich weiß noch nicht. Das dürft ihr euch aussuchen. Also schreibt mir unten in die Kommentare, ob ich diese Tanzdarstellung aus Scream machen soll oder doch lieber aufgenommen, also dass ihr es seht. Ich weiß noch nicht, wie lange ich dafür brauche. Das ist das Problem. Diese Noten, das scheint irgendwie, ich weiß nicht. Oder ich übe einfach noch. Also bis dahin, eure Exterior. Tschüss.